Und da sind wir wieder. Ich hab starte hier und nicht um in der Burg, weil ich habe versucht, durch diese Röhre irgendwie rauszugehen, weil ich das irgendwie mal gesehen habe, dass das geht. Aber das geht leider nicht. Ich habe auf dem Weg hier eine Truhe gefunden, da waren ein Haufen Waffen drin, die können wir jetzt alle verkaufen. Moment, vielleicht können wir jetzt eigentlich gegen Karim antreten, das wäre es doch mal, weil wir sind ja jetzt stark und wir sind ein Söldner. Wir haben dieselbe Rüstung wie Karim. Wir könnten auch diesen Korhannes da mal verfotzen, ey. Was machst du hier? Fotze, komm her, Alter, ey. Okay, nee, mit dem will ich mich nicht rumschlägern, weil der hat die Unterstützung vom Schläfer. Nein, Schmarrn, wer glaubt schon an den Schläfer? Ne, Kirko vielleicht? Gegen den haben wir ja schon mal verloren. Bist du gut? Im Kämpfen? Ich bin... Ja, also doch nicht. Ja, ja, halt's Maul. Ja, dann würde ich mal sagen, wir gehen jetzt zu Dexter und kaufen mal schön ein. Ein paar Heiltränke wären vielleicht nicht schlecht oder so. Können wir ja auch schnell ein paar Heiltränke kaufen und ein bisschen Erz. Aber erst müssen wir die Fleischschwanze hier töten. Ich bin der Unkrautvernichter, der Ungeziefervernichter. Na los. Oh, verdammtes Vieh. Da hat man mal eine gute Axt und dann trifft man sie nicht. Silas Axt hat hier ganze Arbeit geleistet. Okay. Ja, ein paar Heiltränke brauchen wir noch. So. Dam di da da da. Hep. Autsch. Scheiße. Okay, also Dexter verkauft ja auch immer Kraut und so. Sumpfkrautspinner und so. Deswegen gehen wir mal zu Dexter hier. Was gibt's? Zeig mir deine Ware. Ich habe hier nur den Besten. Der Dexter, ja, der begleitet uns auch in den zweiten Teil mit rein. Das finde ich so geil. Aber, ja, ich will jetzt nicht so viel verraten. Hauen einfach hier alles weg. Die ganzen Schwerter, die ich da alle in der Truhe gefunden habe. Ein Schmiedehammer. Ja, super. So, und was nehmen wir dafür? Die ganzen Heiltränke. Ja, Fleisch von mir aus. Mana-Tränke, jawohl. Ja, die ganzen Kräuter vielleicht auch. Ne? Und die Karte. Ja, ein bisschen noch grüne Novize hier, schwarzer, weißer. Aber das Rezept haben wir schon gelesen, das brauchen wir nicht unbedingt. Ja, dann tun wir hier mal ein bisschen Zeug zurück. Damit das auch schon ausgeglichen ist. Was will ich mit dem ganzen Schwertern? Ja, was weiß ich, verkauf's wieder einen Fisk. Ja, gut, wenn du meinst. Ja, das Dexter, gut. So. Diese Stimme von Dexter ist, glaube ich, einzigartig. Die gibt's nirgends anders in der Barriere. Mal schauen, was Fisk so noch hat. Der hat bestimmt Erz. Oh, ja. Der hat einen Haufen Erz, ne? Tja, da hauen wir doch gleich mal den Rest von unseren Waffen her. Und... ja, die Spruchrollen da unten hier, Schlaf. Ich kann auch so schlafen, wenn ich mich hier in ein Bett lege, da brauche ich keine extra Spruchrolle. Oh, nehmen wir noch die Alttränke mit. Hey, hat der eigentlich, der verkauft ja auch Waffen, ob der auch neue... Boah, hey, ein Breitschwert. Ist das stärker als unser Silas-Axt? Das scheint im Moment so, ne? Also, dann ziehen wir mal das ganze Erz rüber. Das war wohl die längste Rechnung hier in ganz Gothic 1. Scheiße, das hat jetzt bis in die Nacht gedauert, das ganze Erz rüberzuziehen und das ganze Fleisch rüberzuziehen. Und hat insgesamt 9000 Erz hat das alles gekostet. Aber wir haben 9000 Erz. Jawohl. Und jetzt schau ich mal schnell. Jawohl, das Breitschwert, das Fisk verkauft. Oh, ich bin das hat jetzt so angenervt. Das hat mindestens 10 Minuten gedauert, da alles rüberzuziehen. Also, nehmen wir nochmal das Breitschwert mit. Übrigens habe ich alles mit Fleisch bezahlt. Ich danke dir nochmal, Radiales 1, für diesen tollen Tipp. Weil, seht ihr, ich kann da jetzt einfach mal Fleisch hinpicken. Das ist ein bisschen was wert. Ja, und dann haben wir schon ein Breitschwert. Das ist echt geil. Das gefällt mir echt, dieser Trick. Aber trotzdem, ey, das hat jetzt bis in die Nacht gedauert und ich glaube, jetzt brauchen wir auch nicht mehr losziehen ins Sumpflager, beziehungsweise zum Orkfriedhof, ne? Ich glaube, ich... ja, super. Schön. Ja, wir haben jetzt viele Heiltränke, wir haben viel Kraut, wir haben ein gutes Schwert. Wir hocken uns jetzt mal hier hin.
Kannst du uns bitte hinlassen? Nein, tut mir leid, ich hab heute viel gestuftet. Ja, verstehe ich. Ach, der hier spielt so schön mit der Laute, ja. Also, dann stellen wir uns doch hier mal hin und ich erzähle denen von meinem Vorhaben. Ja, ich möchte heute zum Orkfriedhof. Zum Orkfriedhof, was ist denn das? Ja, ziemlich lange Geschichte. Magst du ein Bier? Jawohl. Es gibt halt immer so schöne Orte, da wo man sich einfach gerne dazustellt. Hier, die grillen sich gerade einen Scavenger. Naja, ich hab genug Fleisch, muss ich nicht machen. Ja, Traumhof, Schatzweise. Brauchen wir lieber einen grünen Novizen. Schön spielst du übrigens, Herr Butler. Machst du super. Und wir sehen uns dann beim Orkfriedhof. Ciao von meiner Seite.